So. Hallo, liebe Zebra-Fans. Hier ist Nico Klotz, eure Nummer 19, und ich bin im rechten Mittelfeld zu Hause. Hi. Ich bin Kevin Wolze, eure Nummer 17, und ich bin Torwart. So, kommen wir zur ersten Frage, Herr Klotz. Bitte. Womit kann man dir eine echte Freude machen? Ich weiß ja, du bist immer sehr gut drauf, aber eine richtige Freude, dass du richtig spaßig drauf bist. Also ich bin grundsätzlich eigentlich immer gut gelaunt, natürlich. Aber wenn der Kevin zum Beispiel zum FIFA-Spielen vorbeikommt, muss ich sagen, bin ich immer richtig gut gelaunt, weil es geht normalerweise so 2, 3, 4-0 aus und da bin ich normalerweise richtig gut gelaunt. Ja, das ist Lüge. Aber nur, wenn man nicht gegeneinander spielt. Du musst mir jetzt eine Frage stellen. Warte. Ja, Kevin, vor welchen Sportlern oder welcher Sportart hast du am meisten Respekt? Natürlich habe ich auch vor dir am meisten Respekt, dass du mit so einer kleinen Körpergröße so viel erreichst. die Paralympics, eigentlich in jeder Sportart, dass sie mit solcher Behinderung einfach so eine große sportliche Leistung machen und schaffen können, das ist einfach immer wieder beeindruckend, für mich persönlich. Ja, Kevin, was haben wir denn hier noch? Unabhängig von deinen tatsächlichen Fähigkeiten, welcher Beruf würde dich persönlich reizen? Das ist eine schwierige Frage. Busfahrer wäre eine sehr schöne, weil man da ist man nah bei der Mannschaft und hat auch immer einen guten Draht zur Mannschaft und ist einfach immer, ja, das ist einfach ein schöner Job, gerade wenn man mit einem Spieler. Einfach gerne Kontakt mit. So ist es, so ist es, so kann man es auch sehen. So, kommen wir zur nächsten Frage. Du weißt ja, wir haben einen sehr schönen Fuhrpark, wenn man da rausguckt. Ja. Welcher Spieler hat aber den unschönsten Wagen, also den hässlichsten Wagen auch mit anderen Worten? Ja, das außer kann jetzt dich ausgenommen, dein Auto ausgenommen. Ja, also ich habe den schönsten, falls es da nochmal eine Frage geben sollte. Kann ich mit einem Wort beantworten, Steffen Bohl, ganz eindeutig, weil der hält sein Auto einfach nicht sauber. Man kann mal reingucken, das ist, kannst du bestätigen, immer Kevin? Ist immer dreckig, von innen und von außen. Ja, ja, also das ist eine reinste Katastrophe, muss man einfach mal so festhalten. Ja. Das kannst du die Zuschauer an den TV-Bildschirmen gerne wissen. Definitiv, also ich verstehe es auch nicht, wie da jetzt ein Schorch zum Beispiel mitfahren kann. Nee, aber absolut nicht. Ja. Naja. Jeden sein selbst, ne? So ist es. Kevin. Du hast gute Mühe gemacht mit deinem. was ist dein Lieblingsoutfit? Ja, die klassische Trainingshose. Ne? Sonntagmorgen schön, die graue Jogginghose an. Ja, aber was ist mit einem schönen Power Ranger Kostüm zum Beispiel? Power Ranger Kostüm. Ja. Es ist ja unser Lebensmotto. Es ist ja kein Kostüm, ne? Es ist ja. Da lag ich einfach nichts mehr. So. Du weißt ja, ich weiß ja, du bist ein sehr fleißiger Spieler im Training auch. Ja. Du rackerst da immer rum, aber was ist deine Lieblingsübung? Im Training? Ja, und im Spiel vielleicht auch, weiß ich nicht. Boah, also eigentlich wie bei jedem Sportler denke ich, das, was er am besten kann, ist bei mir persönlich jetzt der Fallrückzieher. Ich denke, der Kevin kann das bestätigen, dass ich da schon das ein oder andere Tor. Ich habe gerne einen Linksschuss gedacht. mit links bin ich auch überragend, aber wenn ich den Fallrückzieher mit links ansetze, dann. Oh, das ist ganz großes Kino. Kein Auge trocken. Ganz großes Kino. Wie schaut es denn bei dir aus? Was macht dich fuchsteufelswild? Du. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich immer ausrasten, wenn ich dein Gesicht sehe. Nee. Jeden Morgen aufs Neue. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann dreh ich durch. Nee. Aber ich kann das gut verbergen. Das ist ja dann mein Rezept. Verbirgt er richtig gut, muss ich sagen. Weil Freude strahlt. Innerlich brodelt's. Ja, aber nach außen hin die reinste Freude, muss ich sagen. Das Schlimme ist, ich habe mich schon dran gewöhnt. Ja, dann ist schön. Das ist schön. Aber trotzdem, innerlich könnte ich immer wieder ausrasten. Wirklich. Okay. Das bringt mir auf die Palme. Okay. Aber nicht zu knapp. So. Ich weiß ja, du bist nicht sehr oft zu Hause und auch nicht sehr gerne. Du bist einer, der auch sehr viel draußen verbringt, sehr viel Zeit draußen verbringt. Aber was ist denn das Erste, wenn du dann doch mal in deine vier Wände zu Hause kommst? Was ist das Erste, was du machst? Ja, ich schaue erstmal, ob es ordentlich ist, weil ich achte sehr auf Ordnung zu Hause. Und dann. Aber das ist eigentlich grundsätzlich. Ich sag, du bist das komplette Gegenteil vom Steffen Bohl. Ja, beim Steffen zu Hause sieht es auch aus wie Sau. Wenn ich heimkomme, ist eigentlich der.
Das Erste, was ich mache, ist zum Kühlschrank gehen und schauen, was da so drin ist. Also lasse ich mich immer ganz gerne überraschen, ja. Ja, ich habe bestimmt noch eine Frage für dich, Kevin. Ja, das ist doch was Schönes. Was ist denn deiner Meinung nach die größte Entbehrung, die man als Profisportler aushalten muss? Oh, das ist schwierig. Ja, dass man einfach sehr wenig Zeit hat. Gerade für vielleicht neben sein. Für was jetzt zum Beispiel? Vielleicht Computerspiele oder so. Generell auch. Ja, hat man sehr wenig Zeit für. Also es wurde auf jeden Fall ein Spaßinterview. Ja, wie gesagt, also für Hobbys einfach generell sehr wenig Zeit da. Eine Frage habe ich mir noch sehr für dich ausgesucht. Und zwar, einsame Insel. Welchen Teamkollegen würdest du sehr gerne dabei haben und warum? Na, dich. Sag nichts Falsches. Dich. Also ich bin so ein Typ, ich kuschel gerne und deshalb würde ich Kevin auf jeden Fall als Erstes mitnehmen. Hast du auch viel zum Kuscheln. Ja, definitiv. Ja. Bist du noch was? Ich glaube, das war alles. Also, haut rein. Ciao.